Guten Morgen und willkommen zu unserer zweiten Tourismus Namibia Show, die wir in diesem Jahr haben. Das ist natürlich wieder unsere Live-Übertragung aus dem Studio bei NMH. Also ich sitze hier nicht mitten in der Wüste. Ist natürlich schön, dieses Bild zu sehen. Ich bin mir beinahe sicher, dass vielleicht so langsam auch ein grüner Schimmer selbst auf der Höhe entstehen wird. Das ist in der Nähe der Mondlandschaft aufgenommen. Ja, willkommen zu dieser Show. Nach letzter Woche, wo wir ja bei Midgard waren, kommen wir jetzt wieder in unseren normalen Trott mehr oder weniger. Wir haben eine interessante kleine Show zusammengestellt. Wir haben die normalen Rubriken, Topics, Destination und To the Point. Bevor wir uns also den Topics zuwenden, ja, übrigens, mein Name ist Frank Steffen, was Sie sicher lesen konnten. Ich bin eben der Redakteur der Allgemeinen Zeitung, aber eben auch vom Tourismus Namibia Magazin. Willkommen, wir gucken uns gleich die Topics an. Schauen wir erstmal an, was da an Werbung noch vorliegt. Ja, ich sagte schon vorhin in der englischen Übertragung, Topics sind diesmal eigentlich nur ein Topic, also nur ein Thema. Da geht es, also ich werde das so ein bisschen vortragen und immer zwischendurch mit Matthias, unserem Mixer, da mich unterhalten, damit er uns allmählich all die Fotos einspielt, die ich gerne näher besprechen will. Und es geht ganz klar, es geht um das Bohrvorhaben im Kavango. Ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Thema kann nicht einfach nur ein einziges Mal auf der Show sein. Wir müssen uns einfach Gedanken darüber machen. Es ist ein äußerst wichtiges Thema. Es wird natürlich Menschen geben, die sagen, nein, Öl und das ist, gibt bestimmt viel Geld. Hier sehen Sie auf der Karte, die ich mal rausgesucht habe, das ist eine Studie, die vor einigen Jahren mal vorbereitet wurde und da kann man so ein bisschen die verschiedenen Wasserbecken in Namibia beobachten. Wir hatten das Thema neulich schon mal kurz angerührt, aber hier ist eben sehr wichtig, dass Sie sehen, ganz oben rechts Kavango und dann weiter unten Omahekhe. Und dieses ganze Areal von Rundu rüber bis etwa Grootfontein runter auf die Höhe von Notjiwarongo, das jetzt hier nicht eingezeichnet ist, aber bis auf diese Höhe knapp oberhalb von Kobabis, das nennt sich das Kavango-Epukiro-Becken. Und das sind alles Becken, die unterirdisch verlaufen, wobei eben verschiedene Gesteinssorten sind. Und oben in dem blau eingezeichneten Areal gibt es sehr viel Alluvialgestein, und das sich abgesetzt hat. Und dann weiter unten sind so semi-durchlässige Gesteinssorten. Wichtig bei diesem ganzen Ding ist, dass diese ganzen Wasserbecken auf die eine oder andere Art miteinander verbunden sind. Und wir reden ja nicht von einem kleinen Areal. Deswegen, wenn diese kanadische Firma Reconnaissance Africa, wenn die behauptet, ja, aber das wäre ja nur ein, zwei oder drei Bohrlöcher oben bei Nkaute und dieser Umgebung, dann darf man das nicht so einfach sehen, denn sie gehen grundsätzlich hin und vergleichen das texanische Midland-Becken mit diesen Becken hier. Und ich habe mir die Mühe gemacht, verschiedene Studien durchgesehen und angesehen. Und in der Tat, ganz egal, welchen Bericht man von wem immer auch aufmacht, es ist wirklich so, dass die beiden das sind Permbecken, also vor vielen Millionen Jahren. Und die ähneln sich tatsächlich sehr. Und das ist gerade, wenn diese Ähnlichkeit da ist, die Recon Africa eben benutzt, um das Ölvorkommen gewissermaßen als bestätigt anzusehen. Seismische Messungen haben Ähnliches ergeben. Wenn Sie diesen Vergleich anstellen, dann müssen Sie den Vergleich aber auch zu Ende anstellen. Und der Vergleich ist ganz einfach der, dass ab 2000 in dem texanischen Midland-Becken dann eben zunehmend gebohrt wurde. Und zwar nicht mehr das normale Bohrverfahren, sondern das ist ein, was sie nennen, Directional Drilling. Also da wird dann auch
vertikal gebohrt und zielgerichtet gebohrt. Und sehr viel wichtiger für uns, die einzige Art, wie das dann hinhaut, ist Fracking. Eben dieses mit Wasserdruck unten, die ganzen Gesteinssorten richtig, wenn man mal sagen, einmal hochheben und zerbröckeln und dadurch gewisse Bassins zu schaffen, in dem, also will ich mal sagen, seitenverkehrt wie eine Blase sich das Öl oben abfangen kann und dass man das eben anbohrt und eben fördert. Das Problem ist nur dabei, dass unten die Struktur total kaputt geht und bei uns, die schon so oder so abhängig sind vom Grundwasser, das ist absolut fatal, sowas zuzulassen. Matthias, if you don't mind, just take the next map. Tut mir leid, ich muss das nur mal auf Englisch machen. Matthias ist nicht, kann nicht Deutsch. Hier können Sie noch mal sehen, das ist die hydrologische Karte für Namibia. Da können Sie sehen, also es ist im Prinzip Unsinn, wenn jemand behauptet, dass das nur lokal einen sehr limitierten Einfluss haben wird. Denn es ist eben nicht nur lokal, denn im weiteren Sinne sieht man ja auch, dass das oberhalb von Namibia weitergeht. Also diese Becken sind ja nicht, das ist genau mit der Grenze, die wir als Kolonialherren irgendwann mal eingezeichnet haben, dass die da aufhören. Und so geht auf der rechten Seite, geht es dann halt weiter rüber in das tatsächliche Kavango-Delta. Und das ist ja nun wirklich teilweise bei den Tsudilo-Bergen sogar ein Welterbe. So if you don't mind, just go forward. Hier kann man das nochmal genauer sehen. Also diese ganzen Blöcke, die sind ja sind Rikon Afrika zugeteilt worden. Und das, ja, wenn Sie sich um Investoren bewerben, dann gebrauchen Sie auch immer das Argument, guck mal, wie viel wir haben und das wäre der Größe vergleichbar mit der Schweiz und. Und dann reden Sie immer wieder, ja, aber es sind nur drei Löcher. Und das ist das Problem, was im Moment in Namibia passiert, bei den öffentlichen Zusammentreffen. Diese lokal machen, die sie dann auch nicht übers Internet bekannt machen, stehen dann da Leute wie ein Dr. Sindila Muiwa und redet den Leuten ein, ach was, das sind ja nur drei Löcher, die wir bohren, was soll das? So schlimm ist das nicht. Und reden mit Leuten, die nicht die Möglichkeit haben, sich besser zu informieren. Und die Leute, die dann dazugehören, die sie besser informieren könnten, die hat man dann einfach nicht eingeladen. Aber dafür soll es jetzt demnächst in Windhoek also eine öffentliche Versammlung geben. Und ich glaube, da wird es hoch hergehen, weil das werden zwei Versammlungen von jeweils 2 Stunden. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. So if you can just go forward, Matthias. Hier, das hier ist für mich das Wichtige, worum es mir geht. Und ich hatte das auch in der Allgemeinen Zeitung und auch in den anderen Zeitungen übersetzt in Englisch vorgetragen. Und da sieht man eben dieses Conventional bzw. Non-Conventional Drilling, wie sie das nennen. Das ist also, Conventional ist herkömmliche Förderung und Non-Conventional eben ganz klar, also andersartige. Und bei der andersartigen, wenn man das nachliest im Internet, da spielt es keine Rolle, wo, an welche Seite, das hat nichts mit Wikipedia oder solchen Sachen zu tun, sondern egal, wo man nachliest, das Non-Conventional wird ganz klar und deutlich als zur Hauptsache als Fracking oder eben dieses sogenannte Directional Drilling genannt. Und hier sprechen die Leute ja genau das an in ihrer Vorlage an die Investoren, was wir die ganze Zeit befürchten und was ich gerade sagte, was bestätigt ist, ab 2000 mussten die in Texas mit Fracking anfangen. Und das ist extrem groß dort. Ich sprach neulich in der Zeitung, 137.000 Bohrlöcher in einer Frage seit 2000 in 20 der Staaten in Amerika. Das ist brutal viel. Und hier sagen sie ja, optimal conditions for preserving a thick interval of organic rich marine shales. Und das ist genau bei Shales, also diesen Alluviallagen, wo eben Fracking zutrifft. Und das spricht der Sproul Report, den sie hier eben nennen, den habe ich mir auch vom Internet gezogen. Und das ist genau, worum es geht, ums Fracking. Und die Schweinerei ist eben, dass die Leute hingehen und sagen, ja, aber das stimmt nicht. Wir haben gar nicht vor zu fracken. Ja, wenn Sie 25 Jahre lang nach Öl bohren wollen oder eben fördern wollen, dann ist dieses Fracking einfach Teil der ganzen Sache. Und wenn wir dann zum Beispiel die Mails jetzt angucken, da will ich Sie nochmal darauf hinweisen. Just put on that first mail, please.
Hier, das ist jetzt also eine Antwort von diesem Dr. Sindila Muyiwa. Der hat dann eben dem Max Muyemburuku geantwortet. Und der Herr Muyemburuku ist der Vorsitzende der Vereinigung für Ost- und Westkavango aller Hegegebiete und der Forstgemeinschaft, die da eben entstanden ist. Und wenn man diesen Ton sich anguckt, wie er auf eine Nachfrage eingeht, zu der Mann ja berechtigt ist, denn der Dr. Muia ist an für sich die Person, die das Umweltverträglichkeit, also dieses ganze Assessment machen muss. Also der ist der Mann, der die Studie am Ende abschließt und zu einer Antwort kommen müsste, die unabhängig zustande kommt, indem man sich das Für und Wider und die Gegner sowie die Fürsprecher anhört. Aber dann sagt er ihm gleich, also nur so übrigens, also ich bin Doktor, also ich habe meinen PhD, sehr wichtig und ich möchte auch so angesprochen werden. Und danach macht er dem Herrn Muyumburuka die Vorwürfe, dass er sich von Ausländern von Karren spannen lässt und im Prinzip die Situation im Kavango nur ausnutzen möchte, um zu mehr Spenden zu gelangen und kommt dann unten, das ist da unterstrichen, kommt da ganz schnell zum Schluss, Non-Existence of so-called sensitive environment, also die ökologisch sensitive Umgebung, von der jeder redet im Okavango, die gäbe es nicht. Und er ist auch recht herablassend, wie er über die Rechte der Lokalbevölkerung spricht, inklusive der San-Bevölkerung, die übrigens nicht befragt wurde zu dem. Das steht inzwischen fest. Und also wahnsinnig arrogant, teilweise beleidigend und ja, unhöflich, kann man nicht anders nennen. Wenn wir das zweite Mail nehmen, just pause one forward, Matthias. Dies hier, das ist unglaublich frech, nicht? Weil ihm diese Fragestellung nicht passt, fragt er ihn, are you okay? Sind Sie bei rechten Sinn? Nicht? Und fängt dann wieder an, da ihm zu unterstellen, dass er nur ein Lakai wäre der ausländischen Interessenträger. Vergisst dabei, dass er aber selber ja Ausländer vertritt. Nicht? Und dann dieses, das ist ein scheußliches Englisch, das muss man leider nur mal sagen, aber es it is really sad to see this so low level of ignorant environment advocacy. Macht ihm also zum Vorwurf, dass er uninformiert sich einschalten würde für die Umgebung, für die Umwelt und dass er überhaupt nicht wüsste, wovon er spricht. Und dann einfach direkt beleidigend, das ist utter blindly stupidity and nonsense. Ich meine, abgesehen von dem Englisch, das überhaupt keinen Sinn macht, aber einfach jemanden zu unterstellen, er wäre also blinddumm, ignorant und würde Unsinn von sich geben, also in einer Art, wie es nie da gewesen wäre, ich finde das beleidigend. Und das ist der Mann, zu dem jedermann kommen müsste und zu sagen, hör mal, ich bin dafür und aus diesem und diesem Grunde oder nein, ich hab was dagegen. Das ist ja der Sinn der Studie, dass er sich alle Meinungen anhört. Und dabei kann er nicht von jedem erwarten, dass der ein hochqualifizierter Doktor oder was immer auch ist oder Geologe oder was immer er halt gerne ist, sondern da muss im Grunde sogar ein total ungeschulter San-Buschmann hinkommen können und sagen können, das ist mein Problem. Und er duldet halt keine Meinung außer seiner. Und das viel Schlimmere dabei ist, er sollte ja im Grunde unabhängig sein, um zu einem Schluss zu kommen. Aber er ist ja schon zu einem Schluss gekommen, in dem Moment, wo er sagt, ach was, das ist so oder so nicht so wichtig, dies ist kein ökologisch sensitives Gebiet. Es ist es aber. Das ist ja, warum wir alle im Aufstand gerieten, als die Chinesen plötzlich da massenhaft Wälder abgeholzt haben. Das ist ja der Grund, warum sich jeder aufregt, wenn einfach Elefanten gefangen werden und weggenommen werden. Und. Also es ist ja Quatsch. Jeder kann darüber nachlesen. Seit Jahr und Tag wird das ganze Kavango-Delta, das ja nicht nur das kleine Delta ist, das ja zufällig in Botswana zu finden ist, sondern diese ganze Umgebung bis rüber nach in die Sambesi-Region, was früher bekannt war als Caprivi-Zipfel,
Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das sind ja die Wanderrouten der Elefanten, gehen da lang und so weiter. Also es ist totaler Unsinn, das abzutun, als ob das nicht wichtig wäre. Das ist meine persönliche Meinung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist die Meinung von sehr vielen Umweltschützern. If you can go forward again. Dies ist mal eine Karte, die ich nur einfach runtergezogen habe von Google Earth, einfach mal um zu zeigen, wie diese Distanzen sich darstellen. Der Dr. Nguyen macht immer gerne, stellt da fest, dass alle gar nicht wüssten, wovon sie reden. Sie wüssten nicht, wo ein Kaute ist und ein Kusche und so weiter. Ich kann ihn da leicht verbessern. Ich weiß auf jeden Fall, wo die Stellen sind. Ich war auch schon da. Und da, wo dieser kleine Christbaum da oder was immer zu sehen ist, dieser kleine Wald, der da eingezeichnet ist, das ist übrigens Buschmannland. Das ist geschütztes Hegegebiet, das ist ein Park. Und wenn ich hier zeige, dass das 250 Kilometer von Kusche rüber zum Delta ist, dann darf man nicht vergessen, dass es wahrscheinlich knapp 100 Kilometer von Kusche rüber ins Buschmannland ist. Dann ist man schon mitten im Buschmannland. So, die Distanzen sind teilweise kleiner. Und das ist eben dies, wo wenn wir jetzt das nächste Bild angucken, just give that next picture, please. Wollen wir wirklich, dass am Ende der Kavango so aussieht? Dies ist am Green River in Colorado und ist ein Bild, das von Earthlines publiziert wurde. Ich hatte das auch am Freitag in der Zeitung. Einfach mal, um den Leuten klarzumachen, wie dieses Fracking nachher tatsächlich vor sich geht. Da wird dann jedes Mal noch ein bisschen und noch ein bisschen Tausende von Bohrlöchern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Antwort ist, die ein Farmer im Kavango sich vor Augen führt. Dem wird erzählt, ach, was, zwei, drei Bohrlöcher und dann später kommt es so. Und wir kennen das Gesetz, das ist ja ziemlich einfach. Wenn ich so einen Bergbau eine Lizenz habe für eine gewisse Gegend, dann darf ich bohren und machen und suchen, wo ich will. Und ja, ob dem Farmer das passt oder nicht, ich mache das einfach, ich habe das Recht dazu. Und das kann nicht die Antwort sein. Wir müssen da absoluten Riegel vorbekommen, bevor es zu spät ist. Ja, und das ist eigentlich im Prinzip das einzige Thema, das ich heute vorbereitet habe. Ganz einfach deswegen, weil mir das wahnsinnig wichtig ist. Und ich wusste, dass ich dafür ein bisschen mehr Zeit brauche und habe mir gesagt, ich will Sie dann nicht zu viel langweilen, denn den einen oder anderen interessiert es vielleicht tatsächlich nicht. Ich fand es nur wichtig, dass wir diese Themen auch mal besprechen. Als nächstes eine viel schönere Sache, wir haben Chloe Dürr wieder mit dabei, Destinations.
Right, welcome back and tell us, what do you want to talk to? What are we discussing first? Well, you tell me. Let's see what the photos bring up and then take it from there. Because I'd love to actually hear, I know we have discussed the Moon Mountain landscape previously, if I'm not mistaken. But what the reason I'm kind of re-looking at all of this is that our Holiday in Action edition was such a fun kind of outdoor experience, you know, and so achievable for everyone of any kind of, you know, financial stand, because it was so like of the earth. It's close to Swakopmund. It's close to Swakopmund, and it's the outback, and it's, you know, it's isolation. We would love to like hear some of your stories and you to share some of your photographs of your experiences. You know, when you do get inspired by our trips or follow our trips, because we have a growing Instagram following, and it's would be wonderful to start sharing some of the journeys that you guys go on, because we covered, and I'll do it in more detail, we're kind of having a bit of a slow start for our first edition now. But so that was really why I mean this is one of the typical scenes of the Namib Naukluft, which we extensively covered, and we would love to hear more of what you This is what we want to do this year, we would pretty much love any lodge or anybody, tourist or lodge, to actually contribute towards our show. We're revamping our Facebook page, and there's lots to come. We've spoken about it for a while, but we're actively busy with that in the background now. And so within the next month or two, we should be able to extend our offering. And as part of that, we would actually welcome any lodge, any tourism organization, whoever you are, to just come on board and share your information. It will be shared. I can't always guarantee that it will be shared on the Tourismus internet page, because that's more related to the content in terms of the magazine as such, and we'll certainly share information in terms of your experiences if you drove somewhere or went somewhere and you would like to share that. But as soon as it comes to commercial proposals, then obviously that we would be keeping closer to the Facebook page. So if you've got a lodge or whatever, or you're a tour operator and you've recently gone somewhere special and you would like to send us a video and or photo, by all means, go for it. Post it on our Facebook page and we'll release it to the public. Or otherwise, just mail it to us. But our absolute favorite is kind of like the less explored, or, you know, less known places. And you can only really do that in your travels. And I'm sure most of the viewers have come across places that we're not even aware of, and Google it doesn't even share. Yeah. And it's those kinds of experiences as well that we want to celebrate. Look, I'm not drawing the line anywhere. Whether it's in Windhoek, whether it's in Korikas, whether it's up in Katima or down at Oranjemund, I really don't care. We would love you guys to share your experiences. We want to have a lively Facebook experience for everybody to share, and it will cost you nothing. So for us, it's more, we would like to sort of promote the tourism part on there. And in the process, hopefully also have you contribute in terms of informative videos and like we do here. I mean, more often than not, you'll hear us speaking about the lodge. That lodge doesn't pay any advertising fees for that. It's simply because we feel this is worth going to. It's a destination that should be known to people. And so this is not about a commercial enterprise. It's really just to have us share more experiences, and not only on the show here once a week. Yeah. And the second one that you had? Well, I went with my dad to Walvis Bay on a trip, and I went to the salt pan. And I know that, similar to the fracking, it isn't something that I'm necessarily on board with, or you. I know, Frank, that you also don't. But no less, it is quite an exceptional site. And it's one of the largest solar evaporation facilities in Africa. With processing over 24 million tons of seawater and producing 700,000 tons of salt. I mean, it's with only 4,000 hectares, I mean, that is a lot. Yeah.
And but I mean, I actually have goosebumps just looking at these pictures, because it goes through a series of processes until it's harvested, you know, as the evaporation happens and as these crystals form. Start forming, yeah. And the funniest red and hues of red and pink. I mean, it's, but I mean, honestly, just from an artistic standpoint, it's one of the most beautiful landscapes you could see that's unlike anywhere you've been before, particularly when the crystals start to form and they start, you know, they have to reach a certain depth before they start getting harvested and then evaporate even more. But I mean, as you can see here, these aren't edited photographs, and that is what it looks like. And although, you know, it is a lot of seawater that's processed, and you wonder about the damage that could do on the environment. I worry about that. It does have abundant bird life as well, because there is an estuary not far from there. And I got actually stuck in the mud chasing after some flamingo who just walk away. I mean, they don't mind cars, but if you're on foot, you'll just keep walking into. So I was stuck in a mud plane. We'll speak about that another time. But they seem to be attracted to the salt, you know. So especially flamingos, because they take the leftover plankton and whatever else is found there. By the way, that estuary is the Kwisatz that actually goes into originally the Wolfish Bay was in the middle of the Kwisatz Delta. And then over time, as they started building, it sort of veered to the left side of town. And if you look on Google Earth, you can actually see how it comes through Rooibank. Most of the water these days of the Kwisatz actually, more or less at Rooibank, disappears into the sand, because it's alluvial sand, which obviously allows for groundwater to be stored up. If the Kwisatz would really break through, right through, that's where it will go into the sea. Learn something new. By the way, I'm not that much opposed to the salt production there, because I feel it's done at a certain point. It's a demarcated area, and they actually have done this for years and years and years. Yes, there could be an argument that too much salt actually goes down to the bottom, but because it's done at the same place, I feel you can regulate and you can take proper steps to keep it in check. And they make more than enough salt. Well, it's actually considered white gold in Zambia and those areas. I used to be involved in transport years ago, and I remember that the cost to get salt from Wolfish Bay through to Livingston, the cost of the salt, half of that cost was just transport. Sure. So in Central Africa, where you don't have much salt, this stuff is important, because I mean, obviously it's part of your diet and you need some salt. Maybe that's why it's so protected, because they would not, I mean, especially the white piles, which is already the harvested salt. There was, cameras everywhere, and it was a no-go zone. I was like climbing fences to try and photograph. I know for a fact. And the interesting part is, in fact, Zambia gets cheaper salt after the rain, long after the rain season than during the rain season. The reason for that is quite simply that if you look in South Africa, down more or less there at Upington, but also going up into the huge salt pans in Botswana, they actually harvest salt there. So what happens when the rains are strong like now, then nobody can harvest salt there, because these are huge salt pans. Evaporating that will take years. And that's when Namibia's salt price actually picks up, because they know now's the time to put in profit for the later time when lean times come again. That's interesting. Yeah, so there's an interactivity between pricing of salt once South Africa and Botswana kick in, as opposed to when we've sort of got the monopoly, I'd almost say. It's not a monopoly, because there's more than one salt producer, but Namibia as such has, for the moment now, has quite a big monopoly in terms of sending salt through to Zambia and DRC and those places. Yeah. So very interesting on that score. I mean, they're related in some ways. So it's not exactly a destination per se where you can stay, but it's a worthwhile destination going to, especially if you want to drive to Pelican Point, you actually come past anyway. Yeah. So, yeah, those are destinations for today. Next time we'll bring you more ideas where you can spend your holiday again.
Up next, we've got our To the Point. Das war Destinations. Chloe ist zurück aus Südafrika, aus ihrem Urlaub und hat sich erstmal schnell mit so ein paar Ideen befasst. Natürlich ein kleiner Anfang für heute. Ab nächste Woche geht es wieder aktiver los. Denn bis dann kommen wir auch bald zu der Situation, wo wir unser erstes Magazin fürs Jahr rausbringen. Das soll am 8. dann der AZ auch beigelegt sein. Wie dem auch sei, wir waren ja letzte Woche in Midgard, hatten uns nochmal diese Stars an der African Skies da angesehen und waren ja vor Ort und hatten von da aus auch unsere Live-Übertragung gebracht. Und Wiebke Schmidt, die ja an dem Programm auch teilnahm und vor allen Dingen auch unsere Pensionäre, die als Gewinner des AZ-Wettbewerbs eingeladen waren von O&L Leisure, also oder Midgard Country Estate, also die Gästefarm, da ein paar Tage zu verbringen. Also die sind bis jetzt noch immer hellauf begeistert und haben sich auch durch einige Mails und weitere Grüße bedankt. Aber hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie das alles so war. Thank you.
Wünsche wohl geruht zu haben. Ja? So, was nehmen wir mit? Rotwein, Weißwein, Gin Tonic, Whisky, Bier? Schön, total unabhängig zu sein. Alles wird für einen erledigt. Wir wurden auf Händen getragen, eine grüne Landschaft, Tiere gesehen. Wir sind überwältigt und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben. Es war wunderschön. Wir sind behandelt worden wie Könige. Und ich kann einfach nur Danke sagen allen, die daran beteiligt waren, der AZ und Midgard. Es war eine super Zeit. Ich hatte eine wunderschöne Zeit und ich danke allen Sponsoren, die uns dieses ermöglicht haben. Dankeschön. Es war einfach super. Ich bin so dankbar, dass ich das Vorrecht hatte, diesen Preis zu gewinnen in so einer netten Gesellschaft. Und Midgard ist einfach toll. Ja. Es war wunderbar, wir wurden sehr verwöhnt. Es war ein tolles Weihnachtsgeschenk. Am 24. Dezember sind wir informiert worden. Und ja, es war ein großartiges Weihnachtsgeschenk. Dazu das wunderbare Wetter, die Welt ist grün. Ich kann nur Danke sagen. Es war so schön gewesen. Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wunderbar. Danke, AZ. Danke, Midgard.
Okay, so let's just quickly do the outro. Ja, wie gesagt, das war die kleine Zusammenfassung. Ich fand das ganz interessant. Und so zum Abschluss nochmal, wenn Sie die Freitagszeitung gelesen haben, werden Sie sehen, dass wir zum ersten Mal wieder eine vollständige Watson dabei hatten. Und in der Watson hatten wir auf der ersten Seite berichtet über die Flying Help Initiative, wirklich bewundernswert. Nicht nur die, natürlich Peter Wackel und dann eben Micky Krause, die da oben mit dabei waren und diese zwei neuen Schulen eingeweiht haben im Kaokoland. Und ja, viel Glück den Leuten da oben und nochmal vielen Dank an die beiden Künstler sowie natürlich an Flying Help, Rainer Meutsch. Vielen Dank und ich hoffe, dass Sie sich vielleicht dieses Video ein bisschen angesehen haben. Und ja, viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann, bleiben Sie gesund.